Yeah, after such a fantastic game of football, it's a pity that the first question is about that penalty. Ich hätte erst Foul an Weidenfeller gegeben, dann Foul an Schmelzer und dann kriegt er einen Ball an die Hand aus ganz kurzer Entfernung. Wenn man ihn pfeifen will, pfeift man ihn. Also von Gegenmannschaft so ein Torwart erlebt, wie heute der Joe Hart gespielt hat. Ja, Roman Weidenfeller. Also vom Gegner hat er... Unsere. Ja. Hat er weniger Bälle, er hat auch unglaubliche Torchancen zunichte gemacht. Beide Tore, allerhöchstes Niveau gespielt heute. Ich bin mit dem Spiel, vielleicht interessiert es ja jemand, dieser Scheißegal. Ich bin mit dem Spiel meiner Mannschaft sehr zufrieden, eigentlich tendenziell sogar stolz, dass wir das hier so hinbekommen haben. Man City hat, ich weiß nicht wann, das letzte Heimspiel verloren. Heute waren sie... Really close, ja, ganz kurz davor. Und das ist meiner Mannschaft anzurechnen. Es ist ein verdientes Unentschieden, weil Man City auch Chancen gehabt hat. Aber es ist ja klar, dass wenn es durch so eine enge Situation in so kurz vor Schluss passiert, dass wir da noch ein bisschen brauchen, bis wir das Gefühl entwickeln, einen Punkt gewonnen zu haben und nicht zwei verloren. Wir waren besser heute Abend. Aber City hatte auch große Torchancen und normalerweise nutzt Aguero eine von beiden und dann wird es ganz schwer. Also ich glaube, über 90 Minuten waren wir die bessere Mannschaft, aber City hatte eben auch Torchancen und deshalb ist das nicht so, dass der Punkt für City komplett unverdient ist. Und das kann man schon, so kann man nach Hause gehen, klar. Miss, what do you think of that? Das gleiche wie in der 45. Ilkay Gündogan allein vor Joe Hart steht und ihn nicht reinschießt. Die ist nicht wichtig, wie groß die Möglichkeiten waren. Ganz ehrlich, weil das passiert im Fußball. Der Rasen war sehr nass. Dazu ist der Boden sehr hart. Und das, wenn so ein Ball von der Seite kommt, da reicht eine Millisekunde, um ihn nicht, um dazu zu führen, dass er nicht verwandelt wird. Was meine Mannschaft heute gemacht hat, war, die taktischen Vorgaben so fantastisch umzusetzen. Damit konnte man kaum rechnen, dass sie das so eins zu eins. Wir haben 4-3-3 gespielt. Wir haben Lewandowski in der Offensive als Zehner ein bisschen versteckt, haben die beiden äußeren Jungs versucht, hoch in die letzte Linie zu bringen. Wir haben viele, viele Dinge versucht und die Jungs haben das klasse umgesetzt, weil Ilkay und Kuba in diesen Halbräumen defensiv gespielt haben, was Manni da vor der Abwehr redet, das ist einfach alles großartig. Und das darf am Ende nicht irgendwie so aussehen, als hätte jetzt, weil wir eine Chance, auch wenn sie noch so groß war, vergeben haben, dass das in irgendeiner Form den Erfolg schmälert. Wir werden einfach auch 1-0 gewinnen können, das muss auch mal, das kann auch passieren, das kriegen wir in den Elfmeter. Unentschieden, weiter geht's. Wir haben für uns gesehen, dass wir heute Abend auf diesem hohen Niveau mitspielen konnten. Und, oder vielleicht sogar, wie gesagt, das etwas bessere Team waren. Und, aber mehr brauchen wir da jetzt nicht. Also ich bin mit der Art und Weise, wie meine Mannschaft aufgetreten ist, einfach richtig einverstanden. Meine Mannschaft hat es schon häufig getan diese Saison. Wir haben schon mal 3-3 gespielt, schon 3-2 verloren. Das war auch Werbung für den Fußball, hat uns trotzdem nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob Man City heute das Gefühl gehabt hat, Werbung für den Fußball gemacht zu haben. Unser Auftrag war es auch nicht, aber es war spektakulär. Es hat, denke ich, den meisten Leuten, die es gesehen haben, Spaß gemacht. Und wir haben hier einen richtig guten Eindruck hinterlassen. Das ist ja auch nicht unwichtig. Wir wollten in der Champions League Borussia Dortmund anders darstellen als im letzten Jahr. Das war heute ein wichtiger Schritt.